Okay, fangen wir an mit Hades. Wie wir schon gesagt haben, eines meiner Lieblingsspiele 2020. Ziemlich cool, ziemlich crazy, ziemlich schnell. Ich bin zu alt für den Scheiß. Aber gut, so gut, dass ich mich trotzdem durch das Gameplay durchbeiße. Nein, so schlimm ist es in Wirklichkeit nicht. Im Endeffekt macht es meistens Sinn, meiner Erfahrung nach zumindest, dass man sich auf einen Move, den unser Protagonist im Repertoire hat, spezialisiert pro Run, wenn es geht. Und dann wird das schon. Wir fangen jetzt ein neues Savegame an, weil ich will gar nichts spoilen. Was ist denn das da unten für ein Symbol? Ich habe Angst. Wahrscheinlich löschen, oder? Gott. 26 Escape Attempt. Ich dachte, es sind tatsächlich schon mehr. Hell Mode. Nee, lieber nicht. Ich habe es bis jetzt erst einmal an die Oberfläche geschafft. Aber, wie gesagt, ich will nichts spoilen, deswegen fangen wir ganz von vorne an. Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. Okay. Goodbye, Father. Jetzt warte mal ganz kurz. Gehen wir schnell in die Settings. Musik ein bisschen leiser. Special Effects noch leiser. Voices voll laut. Subtitles und alles an. Und insgesamt, glaube ich, ein bisschen lauter. Und dann schauen wir mal. Sag mir Bescheid, wenn es irgendwie von der Soundmischung her blöd ist. Ansonsten versuchen wir es jetzt mal so. To hell with this place. Ich erkläre jetzt erstmal einfach mal nix. Ich lasse das Spiel erklären für den Effekt. Try and stop me. Warte mal ganz kurz, ich sitze ein bisschen nah am Bildschirm. Das macht mich gerade fertig. Ich spiele das Spiel hier gerade übrigens auf der Switch. Die Switch-Version funktioniert einwandfrei, was ja bei so einem schnellen Actionspiel auch wirklich gewährleistet sein muss. Aber das ist perfekt. Da kann man sich ja oft nicht sicher sein. Einfach wegen der Leistung der Switch, aber gut. It's got to be her. Then here goes nothing. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Hail, noble cousin. Now, let's get you from that miserable place. I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning here with me. So, jetzt haben wir quasi unsere erste Göttin getroffen, unseren ersten olympischen Gott-Göttin. Und jetzt dürfen wir uns einen von drei zufällig angebotenen Segen aussuchen, die uns für diesen Run begleiten werden, die man aber immer nur für einen Fluchtversuch, für einen Run behalten darf. Das sind quasi die zeitlich begrenzten, auf einen Run begrenzten Bonis. Und nach und nach schalten wir viele Möglichkeiten frei, wie wir unseren Protagonisten permanent verbessern, um unsere Fluchtchancen zu erhöhen oder auch einfach die Flucht zu ermöglichen. Ich bin mir sicher, es gibt schon total crazy Speedrunner, die machen das Spiel mit einem ganz neuen Charakter, ohne irgendeinen Segen oder sowas. Davon bin ich aber weit entfernt. Jetzt schauen wir mal, was wir machen könnten. Also, unsere Hauptattacke, die ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe, wird stärker und kann deflekten. Das ist ganz nett. Deflekt bedeutet, dass ich Projektile auf Gegner zurückschießen kann, wenn ich sie schlage. Das ist in manchen Kämpfen wirklich nützlich. Oder aber, ich kann meinen Cast, meinen Spezialmove, den ich bis jetzt noch gar nicht gemacht habe, stärker machen und der kann dann deflekten. Oder mein Dash kann deflekten. Ist alles gut. Aber ich glaube, ich nehme da... Ups, ich mache mal meinen Stuhl kaputt. Und reparieren wieder. Und dann machen wir einfach mal unsere Standardattacke stärker. Weil, why not? So. I know you can't hear me all the way where you are, Goddess. But thank you. So, guck. Hier, das ist unser Standardangriff. Der hat jetzt mehr Schaden und kann deflekten. Das wäre unser Special Move. Und dann gibt es noch die Möglichkeit für unseren Cast. Aber den benutze ich ehrlich gesagt nie.
Und dann kann man eben dashen. Das sind im Grunde die grundsätzlichen Moves. Später kriegt man vielleicht unter Umständen noch so eine Super-Move-Anzeige, die sich aufladen muss. Aber das ist wieder von Siegen der Götter abhängig. Over here. Die Schlüssel sind dann später in der Hub-Welt wichtig. So, jetzt können wir uns entscheiden. Entweder weiter Athene, da haben wir schon einen Segen, oder wir versuchen hier, Bacchus heißt er nicht. Bacchus ist das römische Äquivalent zu ihm. Wie heißt er denn, der Gott des Weines und der Party? Fällt mir gerade nicht ein. Und ich glaube, wir nehmen Dionysos. Gehen wir mal zu Dionysos. Au. Was revelry? People having a good time? Well, sure then. In the name of Hades, Olympus, I'll accept this message. Hey there, Zagman. How's it going? Look, you have got to get here with the rest of us already. We've been saving you a spot. Let me see what I can do. Make life a little sweeter for you in the meantime. Ich mag Dionysos. Der ist irgendwie nett. Nee, eigentlich, das finde ich ganz schön. Das Spiel stellt das schon so dar, dass die Götter nicht grundsätzlich jetzt irgendwie böse oder rachsüchtig oder irgendwas sind. Aber die sind halt sehr arrogant, alle miteinander eigentlich, sehr selbstverliebt und sehr naiv auch in gewisser Weise. Das finde ich, stellt das Spiel schön dar. Gerade wenn es später dann darum geht, dass man sich zwischen Göttern teilweise entscheiden muss und wie die dann darauf reagieren. Im Grunde sind das so in ihrer eigenen kleinen Olymp-Blase lebende, naive Leute, für die alles ein Spiel ist. Die sind nicht böse oder so, die sind einfach nur ein bisschen, die verstehen die Sorgen der Sterblichen halt nicht so ganz. Wobei wir selber ja natürlich auch ein Gott sind. Aber gut. Ich weiß nicht, ob wir so lange spielen, aber ich finde, das ist nett dargestellt öfter mal. Your special inflicts hangover. Hangover bedeutet, es ist so Schaden über Zeit. Der Kater quasi. Wir kriegen Lebensenergie, wenn wir Ambrosia oder so Nektar aufsammeln. Weiß ich nicht genau. Felix, danke für die Bits. Eine bunte Mischung Bits. Schneemänner, Isaac, Herzen, Tröten, Dreiecke, alles mit dabei. Dankeschön. Voll nett. So, oder you take less damage while at 40%. Also weniger Schaden, wenn unsere Lebensenergie auf 40% oder niedriger ist. Na, ich weiß nicht. Special Hangover, ich weiß auch nicht. Wisst ihr was, ich glaube, ich nehme das. Wobei, ehrlich gesagt, ist das, glaube ich, ziemlich blöd. Of my total life. Naja, gut. Nee, nehmen wir Hangover. Aber ich mache den Special nie. So, nehm das dann. Leave it to the God of Wine to liven things up around here. Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, ich könnte zumindest die Untertitel. Kann man nicht auf Deutsch einstellen? Anscheinend nicht. Vielleicht weiß ich jetzt nicht. Bleibt jetzt wohl Englisch. Bleibt für alle, die des Englischen nicht mächtig sind. Aber im Endeffekt, ich kann ja so ein bisschen kommentieren, was wir lesen und was wir sehen. Im Endeffekt lernen wir jetzt die Götter so ein bisschen kennen, ne? Wir sind Newcomer. Wir haben die noch nie echt getroffen im Grunde. Nur ihre Segen kriegen wir hier unten jetzt.
Lauts. Wir sind mit denen verwandt. So viel wurde schon gesagt. Und insofern hätten die mich schon gern bei sich nehmen. Hier wird quasi nach jedem Raum, den man abgeschlossen hat, nachdem er seine Belohnung kassiert hat, stehen einer bis mehrere Türen zur Verfügung und man sieht schon immer als Vorschau, was man in diesem Raum als Belohnung kriegt. Das muss man quasi selber im Grunde lernen, was das ist, damit man dann gute Entscheidungen treffen kann. In dem Fall haben wir eh nur eine Entscheidung, aber das wäre jetzt quasi ein Zentaurenherz oder Zentaurenblut oder so ähnlich, glaube ich. Das erhöht unsere maximale Energieleiste. Der Gegner hier hat jetzt zum ersten Mal ein Schild. Genau, sagt auch unser Charakter gerade. Das heißt, dass er nicht zurückgestoßen wird von unseren Angriffen, solange das Schild aktiv ist. Was sie besonders gefährlich macht, weil die quasi angreifen... Oh, come on. Weil die angreifen können, während wir auf sie einhauen, was Gegner ohne Schild in der Regel nicht können. So. Weiter geht's. Witches. Witches. Der Gegner, ich komme da nicht hin, wo du bist. Was ist denn das jetzt hier? Ich habe meinen Cast. Ich vergesse meinen Cast immer. Wirklich. Ich vergesse den total, weil ich den so gut wie nie benutze. Da kann man halt so ein Projektil schießen, das quasi so ein bisschen Schaden über Zeit verursacht. Macht eigentlich total Sinn, gerade bei stärkeren Gegnern, den quasi erstmal diesen Cast einzuimpfen im Grunde. Und dann sind sie entweder geschwächt oder je nachdem, den kann man skillen, wie man will, dann den Cast. Aber ich denke einfach immer nicht dran. Okay, weiter geht's. Hier könnte ich den jetzt zum Beispiel mal ancasten. Ich weiß gar nicht, was der Standardeffekt vom Cast ist, ehrlich gesagt. Schaden über Zeit nicht, dann werden die wahrscheinlich empfindlicher oder sowas. Mache ich denen mehr Schaden. Irgendwie sowas macht der Cast. Was weiß denn ich? So, die Palm of Power sind super. Hallo, gestufft. Hallöchen. Weil die verbessern Segen, die man schon hat. Und das will man in der Regel. Wenn man einen guten Segen hat, will man den hochleveln, so gut es geht. Weil dadurch wird der dann mit der Zeit teilweise echt mächtig. Wir kriegen jetzt am Anfang halt nur ein paar luschige, blöde Segen. Später, wenn man die epischen Segen kriegt, die ganz seltenen, dann haut das teilweise richtig rein, wenn man den ordentlich hochlevelt. In dem Fall kriegen wir jetzt halt nochmal 16% mehr Schaden auf unseren Standardangriff. Why not? So, wir könnten jetzt zu einem Händler, aber mit 100 Gold kaum lohnenswert. Gehen wir lieber zu Athena, auch wenn das ein Totenkopfraum ist. Uh-oh. Mit Miniboss quasi. Ah, damn it. Ah, damn it.
sie mit ihren Bomben. Ah, ich kann die Bomben deflecten. Das wusste ich gar nicht. Na guck, nett. Anyone else? In the name of Hades. Rare. Das sind jetzt schon bessere Segen, die wir uns hier aussuchen können. Also, schauen wir mal. Unser Dash macht Schaden und deflected. Okay. Unsere Ability. Unsere Deflect Ability macht Gegner außerdem exposed. Und exposed heißt, dass die Gegner für 5 Sekunden mehr Schaden nehmen, wenn sie von hinten getroffen werden. Das ist wieder so super spezifisch. Oder resist damage from foes attacks. Naja, 7% weniger Schaden. So ein Dash, der Schaden macht, ist eigentlich schon gut. Wirklich gut. Eigentlich sollte ich den nehmen. Nein. Ich nehme 7% weniger Schaden von Gegnern. Whatever. YOLO. I'm hurt. Can't heal myself. Yep. But I can fight. Verletzt kann sich nicht heilen, aber kämpfen kann er. Na dann, gehen wir weiter. Ah, damit voll in die Falle gedasht, ich Trottel. Nicht gut. What do we have here? So, Geld oder mehr maximale Lebensenergie. Ich glaube, ich nehme Geld diesmal. Los geht's. Damit. Das war gerade unnötig, wie die beiden mich jetzt hier gewombo-comboed haben. Da bin ich dem ersten voll reingedasht. Dann war das schon gelaufen. Das hat sich ausgedasht. Nase kratzen. Puh, Glück gehabt. Jetzt, glaube ich, machen wir es nicht mehr lange. Coin from the dead. Jetzt wäre ein Laden gut. Schade, kein Laden. Das ist schlecht. Mal schauen, ob wir den Raum noch schaffen. Witches. Gepanzerte Witches. Ich meine, ich kann deflecten, ne? Das könnte ich jetzt eigentlich zu meinem Vorteil nutzen hier in dem Raum. Mit dem ein bisschen safe spielen. Not a chance. Aber die werden sicherlich nicht die einzige Welle hier sein. Ah, Leute, nicht zu gut. Shit. Noch geschafft. Ja, und jetzt können wir uns was kaufen. Kommen wir doch noch ein bisschen weiter, als ich dachte, mit unserem ersten Run hier. Charon's Shop. Leider. Ach, warte mal. Nee, doch. Ach, perfekt. Wir sind reich. Wir können uns alles leisten. Das ist gut. I'll take it. Also, wieder ein Segen. Mein Cast. Nee. Deflect. After taking damage, damage foes around you brief deflect. Was? Was? After you take damage, damage foes around you and briefly deflect. Ach so. Naja,
Viel halten wir nicht mehr aus. Das macht nicht viel Sinn. Cast Deflect macht für mich gar keinen Sinn. Ich meine, man kann den Cast stark modifieren. Dann, also stark modifizieren, dann macht es vielleicht Sinn, aber mit dem Standard Cast Deflect macht gar keinen Sinn. Nehme ich das, auch wenn es nicht so viel Sinn macht, ehrlich gesagt. Hallo Maranuba, wie geht's? So, dann heilen wir uns mal noch mit einer ordentlichen Brotzeit. Ich finde schön, dass da Pommes dabei sind. So ein Taco oder sowas und Pommes. Nom, nom, nom. That's better. Und jetzt habe ich mich um 9 Gold verrechnet, ich Trottel. Das hätte ich lieber genommen. Andererseits wären wir dann ziemlich sicher tot. Hilft nichts. Reden wir mal hier mit unserem Händler. Der Bootsmann des Dick. Why, good to see you, Charon, mate. Just minding my own business, taking in the sights, and sure is awfully convenient to be running into you like this. I had all this coin I wanted to get rid of. Das ist so ein bisschen ein netter Running Gag, weil der halt nicht redet. Im Grunde führen wir immer selbst Gespräche. Naja, vielleicht hört er uns ja wenigstens. Man weiß es nicht. No urns permitted in this chamber. Beyond the present chamber lies the outermost perimeter of Tartarus, promising terrifying dangers far beyond the Underworld Prince's reckoning. And I can reckon quite a bit. So, ich glaube, jetzt geht's zum Bosskampf. In der ersten Ebene. Ich finde es erstaunlich, dass wir im ersten Run so weit gekommen sind. Aber jetzt werden wir sterben. Hundertprozentig. Aber das gehört dazu. Well, this is awkward. Halt, Sagrius. Not one step further. Come on, Meg. Haven't we had more than enough of each other by now? Besides, don't you have someplace else to be? Frag mich, ob die mit Sephiroth verwandt ist. Your father sent me. All in all, I'd rather be on your bad side than his. Now you can turn back, like a good little man, or I can send you home the painful way. Mit dem einen Finkel? I'll have to go with the painful way. A man after my own heart. So, gegen Mac Fury haben wir aktuell keine Chance. Also ich nicht, ne? Ich bin mir sicher, es gibt mittlerweile irgendwelche total crazy Speedrun-Monster, die das ohne Probleme machen. Ich nicht. Und schon sind wir tot. I'm home. Und wieder zu Hause im Haus des Hades. Carry on, everyone. Welcome to the House of Hades, where... Wait, I know you. Guess that means you died out there, huh? Well, don't be sad, though. Pretty much everybody dies sometime. Some of us more than others. Back already. Stupid boy. I told you nobody gets out of here, whether alive or dead. So how was your wanton ransacking of my domain? Greetings, Father. My ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again. Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface. Go, see for yourself. Yeah. Das ist im Grunde der Plot des Spiels, die Haupthandlung. Wir sind der Sohn von Hades und wollen den Hades verlassen, weil wir keinen Bock auf die Unterwelt haben. Aber der Weg nach oben an die Oberfläche ist schwer und quasi unmöglich. Und Hades findet es nicht gut, dass wir abhauen wollen, also stellt er uns noch zusätzlich Hürden in den Weg. Aber zum Glück schauen die Götter des Olymp wohlwollend auf uns herab und schenken uns Segen. Manchmal bessere, manchmal schlechtere, je nachdem, wie sie gerade drauf sind und ob sie gerade Bock haben und unterstützen uns in unseren Runs. Und zusätzlich können wir über die Runs hinweg immer wieder ein bisschen Fortschritt mitnehmen und ein bisschen verbessern, ein bisschen mehr Unterstützungen, hier ein paar Prozent, da ein paar Prozent, da ein paar HP und sichern. Und irgendwann kommen wir im Idealfall an die Oberfläche. Und
Natürlich, wie in jedem guten Spiel. Nur deswegen ist es Spiel des Jahres geworden bei IGN, glaube ich, oder? Kann man den Hund streicheln. Weil ansonsten wäre es scheiße. There's a good boy. Der Cerberus. Ein netter Hund. Ich kann auch mit ihm reden. Infernal Watchdog Cerberus regards the Underworld Prince with mixed emotions. From purest joy to deepest melancholy. You watch over things for me, won't you, boy? You know I'd take you if I could. Das ist das Tragische. Es hat nichts, nichts gibt es, was ihn hält. Außer natürlich Cerberus, den er nicht mitnehmen kann. Und Cerberus vermisst ihn auch immer, wenn er geht. Aber nicht mal für Cerberus bleibt er hier. Good to see you, lad. Despite the circumstances. Remember your training out there. The pain of death is but another obstacle. And fear is for the weak. Take care, Achilles. Achilles, der Held, steht uns so ein bisschen zur Seite und hilft uns so ein bisschen als unser Trainer und wohlwollend gesinnter Fluchthelfer. Aber halt nicht wirklich, weil mit Hades legt man sich halt ungern an. Deswegen sind alle so ein bisschen so, ja komm, du schaffst das schon. Aber keiner unterstützt mich so richtig, weil man will sich halt nicht mit dem Chef der Unterwelt verscherzen zu sehr. The House of Hades. That dark and lavishly appointed lair of the Underworld's King is home not just to him, but to his willful progeny. You know I can hear you, old man. You have come home. Do not despair, child. Such setbacks are inevitable and may be overcome with effort and with time. You made contact with the goddess Athena. She shall be true to her word. I believe it, Nix. I'm grateful that you put us into contact. I know you took a considerable risk in reaching out. The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this eventually. Reveal to them no more than they already know. Are we understood? Yes, we are. Then go. So, ich habe hier noch ein Nektar gefunden, den kann ich jetzt jemanden schenken. Und ich schenke das jetzt natürlich unserem Cerberus. Look what I got for you, boy. As one of Cerberus's heads receives the prince's gift, another muzzles something back into his hand. So, thank der hat you, uns boy. Was dafür geschenkt. Das alte, stachelige Halsband. Hey, Room, I'm back. Unser Zimmer. The bedchambers of Prince Zagreus lie in a perpetual state of utter disarray, despite his lord and master of the house repeatedly insisting that he pick everything up. Oh, come on, it's not that bad, is it? Nee. Who needs sleep? So. Der Spiegel ist wichtig, denn hier können wir uns permanente Bonis verschaffen, die wir auch dringend brauchen. Können wir zum Beispiel den Schaden unserer Attacke und Special-Angriffe um 10% erhöhen oder aber restore small amount of heart when you exit a chamber. Ach so, jedes Mal, wenn wir eine Kammer verlassen, kriegen wir ein bisschen Lebensenergie regeneriert oder wir kriegen 50% Lebensenergie. Ah, das ist natürlich, das brauchen wir. Wenn wir sterben, sterben wir nicht wirklich, sondern werden noch einmal mit 50% Lebensenergie wieder erweckt. Und dann nehmen wir außerdem noch 10% mehr Schaden mit all unseren Angriffen. Und schon haben sich unsere Überlebenschancen leicht erhöht im Vergleich zum ersten Run. Wie das halt so ist bei so Roguelite. Okay. Und mit Schlüssel können wir neue Waffen freischalten, unter anderem. Außerdem haben wir hier, ganz wichtig, auch diesen komischen Glaskasten oder so. Got something new to try.
indem wir die Belohnungen, die wir von NPCs erhalten, speichern und wechseln können. Und wir haben ja jetzt schon von Cerberus das Artefakt erhalten, das alte stachelige Halsband. Das gibt uns jetzt 25 mehr Gesamtlebensenergie, Maximallebensenergie. Und die leveln auch hoch, wenn man die mitnimmt. Wenn wir 25 Encounter mit diesem Ding hier machen, dann steigt das eine Stufe auf und wird dementsprechend besser. Außerdem schalte ich jetzt mal nur, weil ich kann, den Bogen frei. There we go. Koranakt, the Heartseeker. Let's deal some death. Psst, over here. Mutter. Nicht nur, weil ich es kann, und ich glaube sogar, weil ich es muss, oder? Außerdem ist die Waffe, immer eine Waffe, ist gerade die Bonuswaffe, die empfohlene Waffe, mit der man mehr Erfahrungspunktsteine, diese lilanen Steine sammeln kann dann in der Welt. Aber gut. Ein unbekannter, mysteriöser Skelettfreund will was von uns. Nice place you got here, boyo. Name Skelly, how's it going? But enough with the small talk already. I'm here to do a job. So let me have it. Give me everything you got. I don't remember having you on payroll, mate. Who's your supervisor? Oh, I'm not about to rap my sources, pal. Just try and beat it out of me. If you insist. Na gut, der will jetzt, dass wir ihn verprügeln. Irgendjemand hat ihn dafür engagiert. Keine Ahnung. Oh, please. Okay, genug trainiert. Nehmen wir den Bogen mit auf eine Spritztour. Thunder. Oh. Is that... Is this really him? Okay. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Greetings there, young man. Look, your father's always been rather difficult, and he's not so much as called in quite some time. He'll have a better home where you belong, here on Olympus. And to help you on your journey, have my blessing. Zeus persönlich hilft uns, das ist aber nett. Aber im Ernst, wo kommt man hin, wenn man im Hades stirbt? In den Tartarus. Also laut dem Spiel, ich weiß gar nicht, wie das in Wirklichkeit in der Mythologie so aufgezeichnet ist oder überliefert ist, aber in dem Spiel liegt der Tartarus über Hades, über dem Hades. Das ist der coole Ort, wo die coolen Seelen hinkommen. Und in den kommen wir auch noch. Aber hier, wenn wir hier sterben, im Hades, landen wir halt wieder im Hades. Am Empfang quasi. Das ist so ein bisschen wie in Dragon Ball, in Dragon Ball Z, wo die ganzen Seelen dann immer so der Reihe nach vor diesem Empfang stehen und registriert werden. So ein bisschen ist das hier auch. Alle kommen aus dieser Blutpfütze, aus diesem Blutsee und gehen dann vorne ans Pult, wo sie quasi registriert werden, abgehakt werden und dahin geschickt werden, wo sie hingehören. Wir sind halt ein Gott. Bei uns ist es nochmal ein bisschen anderes. Wir sind nicht nur irgendwelche Seelengeister. Wir sind halt eigentlich unsterblich, technisch gesehen. Okay, Zeus, was hat er für uns? Entweder meine Attack löst einen Kettenblitz aus, der Gegner schädigt. Klingt nett. Mein Special... Lightning Bolt. Mein Special ist schon gut. Dieser Wally-Schuss, dieses... ganz viel Pfeile. Und der löst noch zusätzlich Blitze aus, die Gegner schaden. Das klingt gut. Oder mein Dash löst Blitze aus. Auch gut, aber ich nehme jetzt mal den Special. Lord Uncle Zeus lending his support. Never thought I'd see the day. Or night. Whenever. Guter Special schon mal für den Anfang. Composed of such innumerable, ever-shifting, interlocking chambers. The underworld of Lord Hades all but guarantees the dead shall there remain until the end of time. Good thing I'm not dead. I'll destroy you. Ah, come on. Lauf doch nicht weg. Heads up. Also entweder Gold oder noch ein Zeus-Zauber. Nehmen wir noch einen Zeus-Zauber.
Zeus, Liga Zauber Zeus. Ah, come on. Ich musste das so zeigen. Ich hasse ihn. Olympus, I accept this message. Okay, mein Cast schickt so einen Blitz. Mein Dash. Chalt. Die Blitze verursachen Chalted und Chalted. Victim's next attack self-inflict lightning damage. The Tom's nearby foes. Also wenn die von einem Blitz getroffen wurden und dann angreifen, tun sie sich selber weh und alle um sich rum oder so ähnlich, oder? Ich glaube, ich nehme das mal. Ich kann es gerade nicht so richtig vorstellen. Aber schauen wir uns dann mal an. Kein Anstellen für Götter also. Nee, genau. Götter haben kriegen eine extra Wurst. Aber wie ist denn das, wenn jetzt auf dem Olymp ein Gott sterben würde? Wenn das überhaupt möglich ist, aber wahrscheinlich schon irgendwie. Landet ihr dann auch bei Hades und sagt so, yo, hey, geh dann mal wieder hoch. Müssen die dann auch durch den ganzen Hades und Tartarus und alles durch? Oder wie machen die das? Man weiß es nicht. Aber wie oft sterben schon Götter? I can't. In dem Spiel ziemlich oft, wenn man uns mitrechnet, insofern. Hackathoner Key. Ah, komm schon. Von so einem blöden kleinen Schädel getroffen werden. Aber die haben halt Panzer und blöden kleinen Schädel. Ah ja, guck, genau. Die wollten jetzt angreifen und sind geplatzt einfach. Und das ist irgendwie schon gut. Und die sich selber killen, wenn die mich angreifen wollen. Ist nicht schlecht. That's life. Entweder Schlüssel oder nix. Na, dann nehmen wir den Schlüssel, würde ich sagen. Warum auch nicht? Ist eh gut. Kann man nie genug haben. Übersehen. This can unlock something back home. Entweder können wir jetzt in den Laden gehen, was mit 43 Gold überhaupt keinen Sinn macht, oder ein Event oder so. Your Highness. You know, Prince, it's been good not having to see those Fury sisters quite as much lately. The main one, what's her name? She's on your case now, isn't she? You mean Megara? She's on my case, all right. Under strict orders not to let me out of Tartarus. I guess that means you've got yourself a break. About damn time they gave one to you, sir. Okay, der Sisyphus ist ein netter Kerl. Schiebt den ganzen Tag diesen Stein hoch und lässt ihn wieder runterrollen und so. Glück laufen. Aber wir können uns jetzt von ihm entweder eine Heilung holen oder einen einmaligen Darkness-Bonus, was ziemlich gut ist, oder Geld. Das ist halt immer die Frage, will man langfristig investieren oder jetzt für den aktuellen Run? Am Anfang würde ich immer langfristig investieren, also nehmen wir natürlich die Darkness. Easy does it. Thank you, mate. 70 ist für den Anfang gar nicht schlecht. Das ist nett, ein Sisyphus. Weiter geht's. Bye now.
You lads again, huh? Mini Boss. Das ist eben das Schöne hier. Also das war jetzt so ein erster kleiner Ausblick im Grunde auf das, was da noch kommt und was das Spiel auch so besonders gut macht. Dass er jetzt als Kommentar zu den Gegnern sagt, you lads again. Also ihr schon wieder. Die Figur erinnert sich dran, schon mal hier gewesen zu sein und geht drauf ein. Und das zieht sich eben in einer irrsinnigen Qualität durch das komplette Spiel. A mess. Let's see here. Hi there. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Why, hello, hello there, little godling. I have to say, you're quite the specimen, and so I've decided I shall aid you for the moment. You interested? Natürlich. Rare. Okay. Meine Attacke ist stärker und verursacht weak. Mein Cast ist mir wurscht. Jede Heilung ist mehr wert. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich da lieber meinen Hauptangriff stärker mache. Ich spezialisiere mich immer lieber auf eine Sache, aber in dem Fall. Interested in the power to break hearts? Sure, I don't see why not. Schießen wir jetzt Herzchen. Oder Blitze, je nachdem. Cool, cool. Da lang gehen wir. Ein kleiner Zwischenshop. Da kann man sich so kleine Mini-Sägen im Grunde holen, die aber immer nur für ein paar Räume halten. Heilung von Gegnern wird gedroppt. Der Special macht für 6 Encounter 40% mehr Schaden. Ist in unserem Fall, glaube ich, ziemlich gut. Naja, komm, und warum nicht mehr Movement Speed? Whatever. Los geht's. Weiter geht's. Ab geht's, auf geht's. Und alles zusammen. Wretches. Bam. Okay, jetzt können wir einen unserer Segen hochleveln. Also entweder mehr Schaden für unseren Standardangriff um 20%, unser Special Blitz macht mehr Schaden, oder dieser Jolt-Effekt, dass die sich selber wehtun, wenn sie angreifen, wird stärker. Alles ganz gut. Ich glaube, ich nehme diesen Jolting-Effekt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Gegner sterben, wenn sie versuchen, mich anzugreifen. Das klingt sinnvoll. Wahrscheinlich. Gucken wir mal. Just getting started, huh? Gegner, wo seid ihr? Irgendwo muss noch eine Hexe sein, glaube ich. Oder auch nicht. Da wurde vielleicht genau dieser Jolt-Effekt. Der macht ja auch Gegnern in der Umgebung Schaden, ne? Cool, cool.
It's super effective. Ich habe, wie gesagt, einmal habe ich es in meinem Haupt-Safe-Game an die Oberfläche geschafft, aber auch nur, weil ich dann den epischen Segen bekommen habe. Und der war einfach dann auf einen Schlag so krass mächtig, dass plötzlich alles nicht mehr so schwer war. Right there. Einkaufen mit 64 Gold ist nicht so gut. Gehen wir nochmal zu Zeus. Holen wir uns noch einen Zeus-Segen. Vorausgesetzt, wir schaffen den Raum. Ach so, nee, der Segen ist kostenlos. Olympus, I accept this message. Da haben wir was. After you take damage, your foe is struck by lightning. Nachdem wir Schaden kriegen, kriegt der Gegner auch ordentlich Blitzschaden. Ist rare. Ich nehme eigentlich fast immer die selteneren Segen, auch wenn die teilweise vielleicht gar nicht so sinnvoll sind, wie die nicht so seltenen. Aber das ist so, ne, das ist über Jahrzehnte von Rollenspielspielen ist einem das eingeimpft. Wenn man was Grünes hat, dann nimmt man das Weiße nicht. Und wenn man was Blaues hat, nimmt man das Grüne nicht. Und wenn man was Lilanes hat, nimmt man nie wieder irgendwas anderes. Insofern, warte mal ganz kurz. Spielst du auf der Switch? Ja, genau. Das ist die Switch-Version von Hades. Okay, nehmen wir Rare. Wenn ich getroffen werde, wird mein Gegner dafür im Gegenzug auch geblitzt. So, geht wieder auf zum ersten Boss. Ich glaube nicht, dass wir dem gewachsen sind oder der. Mal schauen. We meet again. Ever stubborn, aren't you? Maybe my whip might make you reconsider whatever it is that you're attempting here. Your whip's not been all that persuasive in the past. Maybe persistence will pay off for both of us. Come then. Das war knapp. Damn it. Don't scratch. Ah, come on. Come closer. Here. You brat. Yes! Cool. Be seeing you around. Felix, danke schön für die Bits. Bam. Cool. Achilles might know what to do with this. Okay, wir haben Blut, Titanblut oder so bekommen. Achilles weiß vielleicht, was wir damit tun können, aber erst wenn wir das nächste Mal zu ihm kommen, was hoffentlich noch lange dauert. Den ersten Boss, Mac, haben wir diesmal schon besiegt, was ziemlich cool ist. Yeah. How did you? Don't mind me, Father. Bisschen Heilung, immerhin. None other than those in the trusted inner circle of Lord Hades are authorized to enter the intricate chambers connecting the vast regions of the underworld. But the prince decides to barge in anyway. I barge where I please. Ah, da habe ich mich vorher schon gefragt. Interessant, dass du das nochmal schreibst, Maranuba, dass die Kinder, die Kronos gefressen hat, die ja auch Götter waren, im Körper von Kronos erwachsen wurden, aber nicht gestorben sind.
Ich meine, ne, im Endeffekt, genau, wer weiß. Aber ja, okay, hier können wir uns wieder kurzzeitige Siegen holen, wenn wir das wollen. Random Offer from Worm, ne? Ne? Ja, ich meine, ehrlich gesagt, Lebensenergie könnten wir schon brauchen, ne? 10% Lebensenergie in den nächsten 3 Accounts regenerieren. Ich kaufe das mal, weil sonst sterben wir bald. Aber das andere lassen wir mal. So, auf ins nächste Level. Done. Now we're getting somewhere. It's nice and warm out here, I'll give it that. Magmatastisch. The once verdant plains of Asphodel are now engulfed in scintillating flame, having been flooded by the river Phlegethon, whose hideously superheated contents could bring death swiftly even to those resistant to most heat. I'm only flame resistant, not flame proof. Okay, schon der Hinweis vom Spiel, wir sind nur flame resistant, aber nicht proof. Burnflingers. Also aufpassen, nicht zu sehr ins Feuer gehen. Ah, dammit. Bombe ausweichen. Die droppen immer noch eine Bombe, wenn sie sterben und ich vergesse es immer wieder. Which way? Ich nehme die Pomelo oder was auch immer das ist. Gorgons! Der tut so, als wären die Mords dramatisch, aber es gibt echt schlimmere Gegner. Think you can stop me? Zum Beispiel die Bomben, die Bombermans. Ah, das war noch im Feuer gemein. They're slowing down. Ja, in Verbindung mit anderen Gegnern können die Gorgons, die Gorgonen schon nervig sein, weil die einen halt versteinern kurzzeitig. Und das kann blöd ausgehen. What do we have here? Okay, jetzt dürfen wir eine unserer Fähigkeiten wieder hochleveln. Entweder unsere Attacke stärken oder unseren Special Blitz verstärken oder unseren Rache Blitz verstärken. Ich glaube, ich erhöhe einfach unseren Standardangriff. They must have lots of these upon Olympus. Dionysos ist der nächste, hoffentlich. Bone Rakers. Hallo? Gegner? Aha. Das passiert mir leider manchmal, dass ich Runs durcheinander bringe. Dass ich denke, ich habe noch die Fähigkeit, Angriffe zu reflektieren, aber hatte die im letzten Run. Und wäre dann getroffen und bin doof. So was passiert mir leider öfter mal. Wenn ich zu viele Runs hintereinander mache. Places a real pit, isn't it, Zack? A shame you're stuck down there. But we are gonna get you out of there together, you and I. Das wäre gut. So, unser Cast.
schießt einen großen, explosiven Burst von feierlichem Nebel. Oder so ähnlich. Okay. Unser Dash verursacht Hangover. Also Schaden über Zeit. Oder wir kriegen... Ja, das ist jetzt beides interessant. Ich glaube, wir machen mal unseren Dash. Weil Dashen... Ich dash sowieso viel Cheers, durch mate. Die Gegend immer. Das ist gar nicht schlecht, wenn da so kleine Schadensfelder entstehen. Warum nicht? Oh, wer könnte wohl der Dreizack sein? Wir haben eh so wenig Gold, dass es gar keinen Sinn macht, in den Laden zu gehen. Ja, gehe ich lieber zum Miniboss und hoffe, dass wir den schaffen. Why, it's the barge of death. Miniboss stimmt in dem Fall nicht, eher in der Arena. Es wird ein bisschen crazy gerade. Einfach dashen und Special-Schüsse machen. Und dann wird das schon irgendwie hinhauen. Okay, war doch halb so wild. Waves. It's Uncle Number Two. It's got to be. Uncle then, Number in the Two. Name of Hades, Olympus, I accept this message. Oi there, little Hades. You recognize your uncle, do you not? We've a lot of catching up to do, but first things first. You get yourself out of that dour underworld. As for me, I'll see if I can stir things up a bit to cover your advance. Ein epischer. Das ist natürlich... Das muss ich fast nehmen. Oh, mein Cast. Oh, ich hasse meinen Cast. Ich weiß nicht warum, aber ich benutze den Cast einfach wirklich so gut wie nie. Damages foes in an area and knocks them away. Ach, Mann, ey. Von mir aus. Ja, doch. Ich nehme das, weil es epic ist, natürlich. Ne? Wie gerade erklärt. Je seltener, desto attraktiver, auch wenn man es gar nicht brauchen kann. Looks like I caught a big one. The power of the sea should be of help. Na gut, jetzt ist unser Cast eine Wasserwelle geworden. Warum nicht? Weiter geht's. Wir haben immer noch unser Extra-Leben. Ich habe den ersten Boss ohne Extra-Leben geschafft. Das ist ziemlich cool. Also unser 50% Heilungs-Extra-Leben. Aber jetzt nicht übermütig werden. Wavemakers. Hör auf, die sind ganz schön schnell. Die nerven mich. Lady Aphrodite. The thing to know about this family, dearest, is that each of us, we have our little quirks. Although we always stick together and our love for one another perseveres. Oh, what do we have here, little Hades? Seems to me that you have company. Well, I'll just leave the two of you alone. My lips are sealed tighter than a warship hull.
Oh, feel free to stay, Poseidon. I was just explaining what an idiot you are, though you're able to articulate this best. Anyway, dearest, what was I on about? Das ist cool. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns einen Duo-Segen zu holen. Und ich find's crazy, weil das hat bei meinem Haupt-Save-Game ungefähr 15 Stunden gedauert, bis ich meinen ersten Duo-Segen bekommen habe. Aber gut, wir können jetzt quasi zwei Effekte, die von Aphrodite und von Poseidon kombinieren zu was Neuem. Und zwar entweder mein Hangover-Effekt. Mein Hangover-Effekt ist stärker gegen Weak Foes quasi. Weak. Mein Pfeil macht Weak. Mein Dash macht Hangover. Aber was hat denn Hangover mit Aphrodite zu tun? Naja, oder aber Sweet Nectar. Any pumps of power you find are more potent. Bonus Level. Oh, das ist gut. Das hat Potenzial. Diese Palms of Power, diese Früchte, mit denen ich meine Special Moves hochleveln kann, sind effektiver und erhöhen das Level gleich um 2 statt um 1. Jetzt müsste ich nur Glück haben und viel von diesen Palms of Power finden. Aber dann wäre das ziemlich gut und ziemlich mächtig. Das nehme ich mal. What a team. Hat Potenzial. Das heißt, ich hole mir jetzt lieber Gold statt mehr Lebensenergie. Auch wenn wir fast da ist ja noch ein dritter Weg mit einer Palm of Power. Yes! Jetzt müssen wir nur überleben. Und lange überleben wir nicht mehr mit unserer Lebensenergie. Aber schauen wir mal. Who dies first? Ah, come on, das war gemein. Manche Attacken von denen sind ziemlich schnell, das ist echt gemein. Okay. Palm of Power. Jetzt können wir gleich 2 Level erhöhen. Entweder unsere Attacke oder unser Special Lightning Bolt Dingens oder unser Dash Hangover. Ich mach mal unseren Special stärker. Wobei unsere Attacke könnte ich jetzt schon ziemlich hoch rauf boosten eigentlich. Das ist jetzt die Frage natürlich. Okay, machen wir Weak. Powered up. Oh, gleich der nächste Palm of Power. Ich habe nur noch 18 HP. Schade. Lange halten wir das nicht durch. Oh, wir haben Glück. Gratis Geschenk. Power of Olympus. Komm, jetzt hau ich alles in unsere Attack. Jetzt boosten wir unsere Attack wie sonst noch was, oder? Mache ich das wirklich? Ja, ich glaube schon. Attack. Having traversed the flaming river Phlegethon to gain this vantage point, relentless Zagreus must now confront a foe of unimaginable savagery who lies ahead, awaiting patiently its time to strike. Bosszeit. Way to spoil the surprise, old man. Das stimmt. Ja, jetzt kommt der zweite Boss. Schaffen wir nicht. Ziemlich unmöglich, glaube ich. Aber ich gebe mein Bestes. Hello? Oh, great. Danke, Felix. Man könnte meinen, es läuft ganz gut bis jetzt, aber das erste Drittel der Energieleiste ist in der Regel geschenkt. Da geht's erst richtig los. Jetzt.
Na, ah, und schon bin ich tot. Wir kriegen unsere extra Leben mit 50% Energie, aber das wird uns nicht viel helfen. Also nicht lange. Komm schon, das ist gemein. There. Okay, dritte Runde quasi, also zweite Runde. Also wenn man die Runde geschafft hat, dann hat man gute Chancen, den Boss zu schaffen. Aber das ist auch meistens die letzte Runde. No, wait. Ja. Wir haben uns gut gehalten, finde ich. Das hat ziemlich guter Run. Kann man nichts sagen, finde ich. So, das Bitglas wieder aufgefüllt währenddessen von Felix. Dankeschön für den moralischen Support.